Bonsoir, liebe Radsportfreunde, und ein letztes Mal willkommen aus Frankreich zu den GCN Racing Tour de France Highlights. Gestern auf der letzten schweren Alpenetappe, die leider sehr verkürzt werden musste, gewinnt Vincenzo Nibali, der Hai von Messina, seine sechste Tour de France Etappe. Und kurz hinter ihm, da kommt Egan Bernal an seinem ersten Tag im gelben Trikot ins Ziel. Und er weiß es, es hat gereicht, er verteidigt das Trikot und fährt damit morgen nach Paris. Die Gesamtwertung sagt, er hat 1 Minute und 11 Sekunden Vorsprung vor Geraint Thomas, vor seinem Teamkollegen Krauswijk, rutscht noch aufs Podium. Buchmann wird damit Vierter und Julian Alaphilippe fällt zurück auf Platz 5, denn er kann am Berg einfach das Tempo nicht mehr halten. Heute geht es auf die letzte Etappe in Richtung Paris. Der Eiffelturm wartet. Das Ganze natürlich eine Etappe, die zunächst etwas ruhig angegangen wird. Wir sprechen hier von der Tour d'Honneur, aber dann wissen wir es, am Ende gibt es meistens einen Sprint und das ist die inoffizielle Sprinter-Weltmeisterschaft, bei der es zunächst nochmal über 8 Runden auf den Champs-Élysées entlang geht und dann alle Sprinter nochmal das auspacken, was die beiden nach den vielen Bergen noch in sich tragen. Also ein Sieg mit ganz, ganz viel Prestige. Bevor man aber in Paris ankommt, gibt es die Tour d'Honneur. Man lässt sich feiern, da gibt es auch mal ein kleines Gläschen Sekt, natürlich aus Plastikgläsern. Und Egan Bernal wird als erster Kolumbianer sein gelbes Trikot ins Heimatland bringen. Er hat mit seinem Team Ineos eine perfekte Mannschaft um sich herum gehabt und Platz 1 und 2 in der Gesamtwertung sind wohl der größte Beweis dafür, dass mannschaftlich so einiges möglich ist. Wir haben es gesehen, merci les coureurs, die Fahrer bedanken sich auch natürlich beim Publikum. Andersherum bedanken wir uns bei den Fahrern und hier ging es dann in Richtung Paris hinein am weltberühmten Louvre entlang. Auch das erste Mal, dass diese Strecke befahren wurde, ging es dann auf die Champs-Élysées bei wunderbarem Wetter. Wir sehen es hier, die Sonne stand schon tief und die letzten 54 Kilometer sind dann noch einmal ganz im Zeichen der Tour de France. Da wird dann noch einmal Radrennen gefahren. Zunächst führte das Team Ineos ihren Sieger in Spe, Egan Bernal, auf die Ziellinie und dann ging es los. Vier Fahrer setzen sich noch einmal ab und mit dabei einmal mehr Niels Polet, der Deutsche für das Team Katusha Alpecin. Tom Scully hatten wir noch mit dabei, Omar Freile war mit von der Partie und Jan Tratnik für das Team Bahrain Merida. Der Vorsprung immer so um die 20 Sekunden, aber es waren auch immer noch 30 Kilometer zu fahren. Wir hatten es ja gesagt, 8 Runden werden absolviert und man ließ die Jungs erstmal da vorne ihre Kreise ziehen. Wir wissen es ja, Niels Polet will vielleicht auch schnell nach Hause. Seine Frau hat während der Tour de France das Baby bekommen und er hat es noch nicht gesehen, also Eile ist geboten. Und dann teilte sich die Gruppe noch einmal 14,5 Kilometer vor dem Ziel. Das heißt, kurz bevor die beiden letzten Runden anbrachen, war es dann noch Scully und Tratnik an der Spitze. Und hinten hatte Sonny Colbrelli, der Sprinter für das Team Bahrain Merida, Probleme. Er konnte aber nochmal durch die Materialwagen nach vorne fahren. 12 Kilometer vor dem Ziel war dann Jan Tratnik der Letzte, der Ausreißer, der eingeholt wurde. Und hinten spielte sich ein kleines Drama ab, denn Michael Matthews, der bei dieser Tour schon immer kein großes Glück hatte, hatte noch einmal einen Defekt, musste das Rad tauschen und da sollte es nun ganz, ganz schwer werden, auf den letzten 9 Kilometern noch einmal nach vorne zu kommen. Die Sonne sank immer tiefer und es sah schon fast aus wie der Weg in Richtung des Heiligen Grals. Also machten sich auf der letzten Runde, auf den letzten 6,5 Kilometern, alle Sprinterteams noch einmal bereit. Der Olympiasieger Greg van Avermaet mit dem goldenen Helm fuhr noch einmal der Sonne entgegen, aber auch er wurde wieder gestellt. Und so stand dem von allen Seiten erwarteten Massensprint nichts mehr im Wege. Es ging ein letztes Mal durch diese Unterführung und dann war das Team die König Quickstep schon an der Spitze. Aber Elia Viviani, er war nicht zu sehen. Dahinter formierten sich die anderen Teams und auch André Greipel war dieses Mal noch mit dabei. Wir sehen Edvald Boasson-Hagen, wir sehen das grüne Trikot und wir sehen auch Caleb Yoon. Und dann ging es los, die letzten 300 Meter nach der weltberühmten Zielkurve hier auf den Champs-Élysées. Und Edvald Boasson-Hagen war es. Er fuhr von vorne, er eröffnete diesen Sprint und er kann das natürlich lange durchziehen. Aber dann kamen sie schon vorbeigezogen. Bonifacio war noch mit dabei und auch der argentinische Meister Richese kam noch und dann rechts auf einmal kommt Dylan Groenewegen und ganz links kommt noch einmal 1,65 groß Caleb Yoon und er gewinnt diesen Sprint. Wo kam denn der auf einmal her? Er war verdammt schnell und holt sich den Etappensieg und diese beiden Fahrer hier, sie zeigen es. Wir haben es geschafft, das Team Ineos gewinnt die Tour de France. Tja, Caleb Yoon sprintete einmal mehr an allen vorbei und wir gucken mal, von wo der angeflogen kommt. Was hat der denn bitte für eine Endgeschwindigkeit? Keiner hat eine Chance, auch nicht Dylan Groenewegen, der ja hier schon einmal gewonnen hatte und schaut euch das an. Diese Geschwindigkeitsunterschiede sind wirklich eklatant. Also ein ganz, ganz verdienter Sieger. Caleb Yoon holt seinen dritten Etappensieg bei dieser Tour de France und nimmt damit natürlich nur die besten Gefühle mit in Richtung der Heimat, in Richtung Australien. Groenewegen auf der 2, Bonifacio wird Dritter, Richese Vierter, Boasson-Hagen kommt noch auf die 5, erfreulicherweise André Greipel auf Platz 6 und Matteo Trentin wird Siebter. Die kolumbianischen Fans, sie werden heute die Nacht zum Tage machen
und Egan Bernal in seinem gelben Trikot an der Hand von Geraint Thomas. Man könnte fast sagen, der König und sein Nachfolger, sie haben es fertiggebracht und hier sehen wir das Ergebnis. Bernal gewinnt die Tour de France 2019, Geraint Thomas wird Zweiter, Kraussberg auf der 3 und Buchmann starker Vierter. Tja, und Egan Bernal, er ist erst 22 Jahre alt, damit ist er der jüngste Fahrer dieser Tour de France, der das Ziel erreicht und gewinnt natürlich auch das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Und Romain Bardet, er hat doch noch allen Grund zum Lachen. Er holt sich das berühmte Polka-Dot-Jersey, das Bergtrikot sitzt auf seinen Schultern. Er siegt mit 86 Punkten vor Bernal mit 78 Punkten. Das grüne Trikot, das geht einmal mehr an Peter Sagan. Bereits zum 7. Mal hat er es in diesem Jahr gewonnen. Und damit stellt der Slowake einen neuen Rekord auf. Er siegt hier mit 316 Punkten vor Caleb Ewan mit 248. Die beste Mannschaft wird in diesem Jahr das Team Movistar. Man kann es sagen, drei Fahrer unter den Top 10, das ist stark. Aber taktisch hätten sie vielleicht auch in der Einzelwette noch etwas mehr herausholen können. Trotzdem herzlichen Glückwunsch. Ja, und mit diesen Bildern endet die vielleicht aufregendste Tour de France aller Zeiten. Wir sagen merci und au revoir. Bleibt bei uns, es geht bald weiter hier bei GCN Racing. Équipe Ineos.